Wohl die Entscheidung für die ITA fällt dieses Wochenende. Draghi entscheidet, ob Lufthansa zum Zuge kommt. Dann berichten wir über die älteste Flugbegleiterin der Welt. Da soll sich noch einer mal beschweren. Weiter geht es natürlich mit Qatar Airways. Die haben mehrere Lounges eröffnet und vorher natürlich auch erneuert. Was haben wir noch als Thema? Pilotenstreik wohl nicht diesen Sommer bei der Lufthansa. Und einige andere. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Ganz, ganz wichtig ist, dass ihr den Kanal abonniert, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Eure tägliche Dosis für Vielflieger News und Aviation News. Nachdem ihr abonniert habt, logischerweise Glocke an, den Notification-Button und ganz, ganz wichtig, unten immer wieder kommentieren und uns ein Like dalassen. Das erste Thema ist die ITA oder ist es Lufthansa oder ist es KLM oder ist es Delta? Mario Draghi, der Premier, für mich ist er immer noch der Leiter der EZB, also irgendwie weiß ich auch nicht, aber so ist es halt, hat jetzt am Wochenende versprochen, sich zu entscheiden, war irgendwie im Juni, Juli ist ja auch irgendwie wie Juni, nur halt ein Buchstabe anders. Und Lufthansa hat ja mit der MSC zusammen 1,2 bis 1,4 Milliarden Euro geboten. Dann sollte das Angebot nachgebessert werden, in der Hoffnung, dass mehr Knete kommt. Deshalb grinse ich schon. Aber der Italiener hat sich da so ein bisschen verkalkuliert, weil die Lufthansa gesagt hat, nö. Und MSC, nö. Wir geben jetzt nur noch 800 bis 850 Millionen. So in dem Dreh sollte es sein. Und dann haben sie im Angebot festgehalten, dass sie am 5. Juli beim italienischen Wirtschaftsministerium das Ganze eingereicht haben. Also so steht es dann da geschrieben. Was soll noch sein? Es soll wohl, wie gesagt, Schlag auf Schlag gehen. Heute soll es halt, dieses Wochenende halt, entschieden werden. Und die Anwaltskanzlei Gianni und Origioni werden diese Angebote genau unterprüfen und natürlich beratet Investmentbank Equita und natürlich von der Regierung andere hinzugezogene Berater. Wichtig ist auch der Businessplan. Und bekannt gegeben wird das leider nicht heute, leider nicht morgen, sondern erst Montag oder Dienstag. Der Corriere della Sera schreibt, dass ITA Airways Präsident Alfredo Altavilla sich im März klar für die Lufthansa und die MSC ausgesprochen hatte. Und er meinte, das wäre ein Projekt, wo alle gewinnen. Schauen wir mal. Nachdem Lufthansa ja den eigenen Laden in Deutschland wieder in den Griff kriegen will mit Positioning Flights und so weiter, vielleicht werden sie dann auch gut für Italien. Gestern gab es bei Airbus gute News. Ja, ein geheimnisvoller Kunde hat Flugzeuge bestellt hier. Normalerweise sind sowas ja dann immer irgendwelche Private Jets, also so ACJs. Aber in dem Fall ist es 7350 Frachter, die da diese Fragen hinterlassen. Und man muss sich das Ganze dann auch einfach mal anschauen. Was steckt dahinter aus Mitteleuropa? Also es ist eventuell eine Fluggesellschaft aus Mitteleuropa. Ja, ganz genau. Airbus hat im Juni neue Bestellungen für 78 Flugzeuge eingesammelt. Man konnte einen Privatjet, also einen ACJ 220-100, einen 319er Neo verkaufen. Ja, das sind Privatjets, das wäre natürlich geil, ne? Und Delta orderte weitere Flugzeuge vom Typ 330-900. IAG will 5320 Neos und 321er Neos. Qantas hat einen Auftrag über 20 A220-300er und 20 A321 Neos gemacht und dann nochmal 12 A350-1000er klar gemacht. Ja, ganz so einfach ist das. Und auch die Cargo-Sparte konnte zulegen. Am Ende Mai gab es noch 22 Bestellungen, jetzt sind es schon 31. Die Silkway West Airlines hat 2 A350F bestellt. Der Kunde muss eine gewisse Größe haben, der diese 7 Stück bestellt hat. Und er ist damit gleich einer der 3 größten Kunden. Nur die Air Lease Corporation und Singapore Airlines haben ebenfalls 7 Exemplare von dem A350F gestellt. Aber wer handelt sich? Es muss eine Fluggesellschaft sein. Es kann aber auch eine Leasinggesellschaft sein, die halt für jemanden die kauft. Und man muss natürlich da in der Lage sein, diese Flugzeuge zu beredern. Eine Pipi-Box-Parole ist die Cargolux, weil die hat ja einige 747, die sie betreibt. Aber die 747-400
Hunderter sind ja in der Phase wegzugehen, weil sie einfach zu alt werden. Gab natürlich auch ein paar Stornierungen. Man hat einige storniert, und zwar 6321 Neo, 2350 900er für einige Kunden. Dann hat man auch für Qatar Airways nochmal den 350-1000er. Das war der vierte, der storniert worden ist, von, aber diesmal nicht von der Fluggesellschaft oder Leasingfirma, sondern von Airbus selber. Und im Juni sind 60 Flugzeuge an 35 Kunden ausgeliefert worden. Damit sind es 60 Kunden, die 297 Auslieferungen dieses Jahr schon bekommen haben. Spannende Geschichte, oder? Wer von euch kennt, und jetzt ganz festhalten, kennt die Dame, die am längsten und als älteste Flugbegleiterin der Welt agiert? Und zwar, die Flugbegleiterin heißt Betty Nash und wurde 1957 Flugbereiterin. 86 Jahre, ja. Normalerweise bleiben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland vier Jahre lang treu, in Amerika treu dem Arbeitgeber. Aber die Dame, die ist da seit 65 Jahren bei derselben Veranstaltung. Jetzt kann man natürlich überlegen, bei welcher Fluggesellschaft ist sie denn? Und wo ist der Altersdurchschnitt so hoch? Kann man natürlich jetzt machen, ist auch redlich. Aber ich finde das schon beachtlich, dass man mit 86 Jahren und davon 85 Jahre, schon auch geil, 65 Jahre, 65 Jahre bei der Fluggesellschaft ist. Und dank ihrer Seniorität kann die sich auch ihre Strecken auswählen. Also das ist ja geil. Also sie ist einfach die, die halt alles kann. Und es gibt auch auf dem Sender ABC eine Reportage über sie. Und sie sagte ganz einfach, dass sie den Flug zwischen Washington und New York damals $12 gekostet hat, wo sie angefangen hat. Und nach den Mahlzeiten haben sie zudem jeweils Zigaretten und Streichhölzer verteilt. Für viele von euch sind das natürlich die guten alten Zeiten. Und begonnen hatte sie bei Easter Airlines, ist dann durch viele Fusionen, die auf der Strecke waren, dann weitergegangen und ist jetzt bei American, logischerweise. American Airlines. Doug Parker, der damals ja auch CEO war, hat ja auch mit ihr einige Bilder abgelichtet. Insofern geht es weiter mit dem deutschen Flughafen, nachdem wir so ein bisschen Trivia hatten. Flughafen Frankfurt läuft stabil. Der Frankfurter Flughafen konnte gestern mit keinen Nachrichten glänzen, die negativ waren, was ja positive Nachrichten sind. Denn solange wir nichts hören, ist das immer so, wie ich zu meiner Mutter gesagt habe, solange ich mich nicht melde, ist no message is a good message. Und natürlich sind insgesamt 122 Annullierungen, 1270 Starts geplant gewesen, so sagt es die Fraport. Aber der Großteil der Flugabsagen am Freitag entfiel natürlich auf die Lufthansa. Ich hatte ja berichtet, dass die vorläufigen Flüge da gestrichen werden. 770 Flüge sollen gestrichen werden zwischen 8. und 14. Juli, um den Flugplan zu stabilisieren. Und das muss man halt einfach verstehen. Das ist zusätzlich zu den Flügen, die eh schon storniert worden sind, 3200 an der Zahl. Es gibt auch einige Positionierungsflüge und bla bla, aber schön, dass der Flughafen Frankfurt jetzt wieder stabil läuft und wir davon nichts hören. Oder was sagt ihr dazu? Wer war von euch gestern in Frankfurt? Wer war da vor Ort und kann berichten, dass das eigentlich gar nichts war, was da passiert ist? Ich erinnere mich gestern an die Nachricht in einem unserer Facebook-Foren, wo geschrieben worden ist, ich bin innerhalb von 15 Minuten, glaube ich, in die Lounge, also insofern sehr schön, dass das im Griff ist. Lufthansa Streik Sommer. Ich hatte es ja gesagt, dass man streikbereit ist seit dem 1. Juli bei der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit. Aber die Piloten sagen eher nicht im Moment. Und zwar, die Lufthansa hat natürlich Flüge gestrichen, hat da natürlich jetzt geguckt, dass man da ein bisschen Kontrolle reinbekommt, dass man halt auch wieder das Chaos meistert. Mir sind übrigens auch ein Video, oder es sind zwei Videos, weil man es mit dem Handy aufgenommen hat, Videos zugespielt worden von Herrn Ritter, das ist der CEO der Lufthansa, der sich an sein Personal richtet. Da werden wir, Mario und ich, morgen wahrscheinlich auch drauf eingehen in dem Lufthansa Group Update. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass man die Lufthansa und Cockpit sich mehrere Tage im Konferenzhotel eingeschlossen haben und da sollte halt einfach die Tariflage besprochen werden. Es geht da auch um den
PPV. Leider ist es da nicht zu irgendeinem, zu irgendeiner Vereinbarung gekommen, wie es weitergeht. Denn die Sichtweisen auf die Situation des Unternehmens und die Handlungsoptionen, die daraus sich ergeben, sind einfach nicht kongruent. Und da sind zu viele Differenzen. Und jetzt ist halt der Zustand zwischen dem Piloten und der Lufthansa in einer Art eine Schwebezustand. Warum? Ganz einfach, weil man seit 1. Juli, wie ich sagte, man kann streiken. Das heißt, also, Sie können heute sagen, danke, tschüss, adiosos. Und man hat sich aber zu Gesprächen diese Woche getroffen und der Knackpunkt bleibt halt einfach wirklich dieser PPV. Und dieser PPV sagt, dass die Mindestflottengröße der Lufthansa Mainline 325 Flugzeuge sein soll. Lufthansa will die Zusage um Teile der Europaflotte natürlich reduzieren. Sie möchten wettbewerbsfähig sein, deshalb haben sie ja in München diese Cityline 2 gegründet. Und Carsten Spohr hatte ja auch gesagt, dass die PPV-Kündigung eventuell nicht nötig gewesen wäre und damit halt wirklich zu viel böses Blut gemacht worden ist. Damit ist es halt jetzt so, dass es in der internen Fragerunde gesagt worden ist, dass zwischen 250 und 325 Flugzeuge man sich treffen kann. Ja, warum bleibt man nicht bei 325 Flugzeugen und sagt, der alte Vertrag wird wieder neu unterschrieben und gilt wieder? Also nun gut. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass man sich im Moment nicht einigt, weil man wirklich fast diametral auseinander ist. Und die akute Streikgefahr besteht trotzdem nicht, weil der Cockpitsprecher gesagt hat, zu Streiks bei der Lufthansa gibt es weder einen Beschluss, die eine noch in die andere Richtung. Das heißt also, man müsste da erstmal abstimmen. Gibt ja dann immer diese Urabstimmung. Und die Zurückhaltung ist natürlich auch nicht jetzt wirklich so, weil man karitativ unterwegs ist bei der Vereinigung Cockpit, sondern man möchte sich halt nicht einfach dahinstellen und sagen, wir streichen Flüge, weil die Piloten nicht fliegen. Dann sagen die, was, wir haben hier schon Chaos und dann noch kommt dieser Quatsch dazu. Und die alle Ausfälle, die man gerade erlebt, gehen halt auf Managementfehler zurück. Und man möchte vielleicht damit auch auf diese Managementfehler hinweisen. Auch hier mein Hinweis wieder, das Video ist spannend, da werden wir auch drauf eingehen. Die Ausfälle, die wir gerade erleben, sind natürlich für Familien, für Leute, die in Urlaub fliegen, sind halt wirklich problematisch. Und deshalb ist es halt gut so, dass Lufthansa versucht, den Flugplan auch zu konsolidieren in der Form, dass man halt jetzt diese Flüge macht, um die Flüge zu positionieren und da einen Grund reinzubringen zwischen 8. und 14. Juli. Ich sagte es ja. KLM hat auch wieder 1000 Flüge gestrichen und hat die Kurzstreckenflüge von den Ticketkäufen restriktiv gemacht. So ist es richtig. Und man hat einfach zwischen jetzt und dem 28. August so zwischen 10 und 20 Flüge einfach gestrichen. Und KLM sagt in der Pressemitteilung, dass man wirklich diese 10 bis 20 Flüge halt streichen möchte und die Kunden, die nicht fliegen können, werden halt in einer timely manner, also rechtzeitig, informiert. Auch Cargo kann nicht mehr gebucht werden und wird auch an diese KLM Cityhopper Flüge nicht mehr mitgenommen. Und damit sieht man halt einfach auch, dass diese Cargo-Geschichte natürlich darauf zurückgeht, dass man keine Loadies und so weiter hat. Also 29. Oktober ist der Stichtag dafür. Man sieht ja auch, dass die Flughafengesellschaft in Amsterdam ein Riesenproblem hat. Warum? Ganz einfach, weil man da ja auch Riesenprobleme hat, diese ganzen Passagiere zu bedienen. Deshalb hat man halt auch die Passagiere limitiert. Jetzt kommt der nächste, der Flüge limitiert hat. Das ist British Airways. 10.000 Flüge haben die limitiert im August bis Oktober. Einen Moment. Muss mal gucken, was meine Allergie auslöst. Keine Ahnung. Irgendwas flog hier gerade wieder durch. Aber nichtsdestotrotz geht wieder weiter. Einmal Entschuldigung für den Nieser. Und zwar ist es so, dass diese Amnestie, die gekommen ist in Heathrow, natürlich jetzt also bei einem Slot, ihr habt das ja mitgekriegt, ein Slot muss bedient werden, fly or die heißt, also wenn man den Slot nicht bedient zu einem gewissen Prozentsatz, dann kriegt man ihn abgenommen und das kostet richtig Geld, so einen Slot wiederzubekommen. Und wenn man sich das jetzt anguckt, ist es halt so, dass man im Sommerflugplan 10.300 Flüge streicht
und zusätzlich nochmal 30.000 Flüge das Gesamtjahr gestrichen hat. Und damit hat halt der englische Flag Carrier British Airways Riesenprobleme. Und natürlich ist es so, dass diese Geschichte in der Aviation nichts Neues ist, dass es halt wirklich viele Fluggesellschaften gibt, die es trifft. Aber als diese Mitteilung kam, dass man diese Amnestie hat für die Department of Transportation für die Slots, dass man die halt ohne Strafen oder ohne die Gefahr, dass man die abnehmen kann, informiert worden ist, ist es halt einfach so, dass British Airways das wahrscheinlich genutzt hat. Und das ist ein Teil dieser Amnestie, ist halt diese, also diese Amnestie ist ein Teil der 22 Punkte, um die Probleme an Flughäfen innerhalb Englands in den Griff zu bekommen, also wirklich innerhalb der ganzen Industrie. Und da muss man halt gucken, was da passiert. Man muss halt einfach schauen, dass es besser wird weltweit, wenn es um diese Flugpläne geht. Und auch Ryanair ist ja nicht ganz davon verschont geblieben. Man hat natürlich von Ryanair da jetzt auch protestiert und sagt, man möchte diesen Slot Waiver von dem englischen Government nicht unterstützen. Warum? Ganz einfach. Weil man halt nicht diese Probleme bei Ryanair hat mit Staffing wie British Airways. Deshalb sagen sie halt vielleicht auch mehr, ja, das ist so eine Lex British Airways. Also insofern etwas, was für die British Airways gemacht worden ist und nicht unbedingt für, ja, für andere Fluggesellschaften. Was für uns gemacht wird als Vielflieger, ist natürlich die Lounge. Die Lounge kann je nach Fluggesellschaft tipptopp sein, kann aber auch schlecht sein. Eine Lounge, die immer toll ist, sind die Lounges in Doha. Ja, so fast toll, ne? Also Al-Marjan und wie sie alle heißen, also das sind schon tippitoppi Lounges. Aber, und das müssen wir uns halt angucken, wenn man in die Al-Safa Lounge kommt oder in die Al-Marjan Lounge ist, dann kommt man da halt rein, wenn man First Class Passagier ist. Aber wenn man einen anderen Status hat bei British Airways, zum Beispiel bei British Airways, aber ich meine bei Qatar und fliegt mit Qatar unbedingt Economy, dann hat man nicht so eine geile Lounge. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich mit meiner Emirates-Karte bei Qatar dann in so einer komischen Lounge da, wo oben drüber war so eine Vodafone-Werbung, die permanent da Licht reingeschmissen hat, was also für mich komplett irritierend war. Aber man hat jetzt, nachdem Ramadan zu Ende ist und man hat da ja auch Eid, also im Prinzip das Ende von Ramadan, was man feiert, hat man die Lounges neu eröffnet. Und zwar, dass die Lounges diese Hochzeit der Passagiere aufnehmen können. Und es gibt eine Platin-, Gold- und Silber-Lounge, die auch, ja, natürlich preisverdächtig sind. Ist ja so, so wie sie es selber schreiben. Der Hamad International Airport lädt alle Privilege Club-Mitglieder und One World Alliance-Mitglieder ein, diese Lounges zu betreten. Natürlich ist es ganz wichtig, es kommt darauf an, welchen Status man hat, welchen Flug man hat. Und da ist es halt einfach so, dass diese Lounges in deren Augen State of the Art sind. Und die brandneuen Facilities, wo man wirklich entspannen kann und schauen kann. Und Al-Akbar sagt, es ist ihm eine Freude, dass man diese drei Premium-Lounges den Vielfliegern, also Frequent Flyern, zur Verfügung stellen kann. Ja, finde ich auch toll. Also insofern schauen wir einfach mal nach. Es gibt halt die Qatar Airways Platinum Lounge South, die Gold Lounge South mit 140 Passagieren Kapazität, 85 Passagiere gehen in die Gold Lounge rein und dann die Silver Lounge 195 Passagiere. Was soll ich dazu sagen? Die Lounges damals waren halt nicht so prickelnd und tippitoppi. Und wenn man halt guckt, dass knapp über 400 Passagiere nur in die Lounges reinpassen, finde ich das natürlich ein bisschen wenig, wenn man guckt, wie viele Verbindungen da einfach auch sind bei den Fluggesellschaften, die da fliegen, vor allem Qatar selber. Also insofern schauen wir einfach mal nach, ob die Emirates Lounge so viel besser ist. Kommentiert unten, wenn ihr in die Lounge gegangen seid, wenn ihr in der Lounge wart, wenn ihr vor allem, ja, einen Kommentar habt zur heutigen Sendung. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, damit ihr auch keine Folge verpasst von eurer täglichen Dosis Vielflieger-News und Aviation-News. Und Like habe ich gesagt, kommentieren habe ich gesagt, abonnieren habe ich gesagt. Also insofern alles gesagt. Danke, dass ihr heute dabei wart. Morgen gibt es wieder ein Lufthansa-Spezial mit Mario, Lufthansa Group Update. Und
Vielleicht gibt es noch mehr Neuigkeiten, die spannend sind. Also, bis dann. Ciao.